Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Final Fantasy 7 mit mir. Eigentlich habe ich keine gute Laune haben, aber irgendwie, keine Ahnung, lenkt mich aufnehmen ab und ja, es macht auch Spaß. Wir haben letztes Mal hier aufgehört und Yuffie hat all unsere Materials geklaut. Da ist sie doch! Hinterher! Erstmal hier rein. Was ist das für mich, Meister? Was? Also möchte ich die Wahrheit sagen? Nein, nichts. Vergiss, kommt wieder. Ich glaube, wir sollen erstmal Yuffie verfolgen. Wo ist sie hin? Die Funds. War... Du... Wie kommst du hierher? Das ist egal. Man könnte sagen, das Schicksal hat uns zusammengeführt. Bereit dich auf den Tod vor. Elena, du redest zu viel. Was? Was machen wir hier draußen, mitten in der Wildnis? Wir machen Urlaub und erholen uns von unserer Arbeit. Jetzt ist unser Urlaub ruiniert. Aber sogar das Bier schmeckt schlecht. Entschuldigung. Lol. Was? Hey, hast du das gehört? Hier im Wutai gab es einen Wassergott. Sie sagen, der Wassergott war eine riesige Schlange. Jetzt leben wir in einer Welt voll mit Marco. Heutzutage würden das die meisten Leute nicht glauben. Aber irgendwo auf dieser Welt und hier in Wutai glauben wir noch immer. Wir glauben an die Leviathan-Schuppen und an Materia, den Macht innen wohnt. Ringrut, wie lange seid ihr schon zusammen? War nicht gleich ein Talk zu sein, aber im Großen und Ganzen bin ich froh, dass ich es gemacht habe. So habe ich sogar ein paar Verrückte wie dich getroffen. Auf die Turks, auf Reno, Prost. Ach, ist Reno tot? Ja, scheint das, als wäre das der Leviathan. Ja gut, dann schwier wohl raus, aber ziemlich witzig schon gewesen. Gut, wo ist Yuffie? Die Schmunze. Hier geht's nicht weiter, das heißt, ich muss nach oben. Guck mal, das Kleinkind an. Ah, speichern wir mal. Wenn wir schon hier angekommen sind, ne, kann man auch ruhig mal einmal speichern. Wutai. Ja, die Wutai Gang. Ja, was ist das so hier? Wir haben hier alle möglichen Sachen. Nimm dir, was du willst. Da habe ich auch eine Kiste gesehen, die mich gerade angelächelt hat. Die werde ich auch mit Feuercocktail. Feuer 3, Gewitter. Chocofeder. Ah, das habe ich schon. Oh, das hab ich schon einmal, Alter. Ja komm, können wir dreimal kaufen. Ja komm, nochmal dreimal. Berührungsmittel, Phoenix-Feder. Eigentlich sind wir gut bestückt. So, meine Kiste. Materia MP Absorption halten. Oh mein Gott. Boah. Tot dieser Yuffie. Ich mach die fertig. Moment, ich will nochmal kurz nach hinten. Ich will wissen, was da vielleicht war in dem Haus drin. Oh nein, noch mehr komische Typen. Nein, die sehen nicht so aus wie die, die vorher da waren. Aber sie sehen auch komisch aus. Achso, na gut, das glaube ich. Diese komische Frau. Oh mein Gott, überall Katzen. Es hat einer bestimmten Person gefallen, das zu sehen. Da oben ist auch noch eine Katze. Okay, hier ist wohl nichts. Oh, voll süß. Kitties. Was? Das ist mein Haus, da kommt keiner rein. Alles klar. Unverschämt, teilt nicht. Was ist das eigentlich zu sagen? Tut mir leid, aber wir sind völlig ausverkauft. Was ist hier? Oh nein, das ist ein Muster. Ja, ein Muster. Tut mir leid, aber warum kommt ihr nicht später wieder? Alles klar, dann komme ich später wieder. Da ist doch jemand. Yuffie!
Jetzt haben wir dich. Du kannst nicht weglaufen, Yuffie. Na gut, ich weiß. Ich hatte Unrecht. Du hast gewonnen. Ich gebe dir deine Materia zurück. Oh, ich glaube, die wird wieder wegrennen irgendwie. Das sind wieder schöne Soldaten. Ach, warte mal. Gehen die zu denen? Deine Berichte trafen also zu. Er macht hier tatsächlich Ferien. Endlich haben wir ihn gefunden. Hol die Turks zur Unterstützung. Was für ein Ärger. Was war das? Wir haben Dienst frei und rennen nicht einfach los, um euch zu helfen. Wir wissen, dass ihr Dienst frei habt, aber wenn du das weißt, dann lass es in Ruhe. Dich anzusehen nüchtert mich schon aus. Befehl vom Hauptquartier. Ihr müsst auch nach ihm suchen. Na gut, das reicht. Wir kriegen ihn auch ohne die Turks. Ihr werdet schon sehen. Oh, da ist wohl jemand nicht begeistert. Und glaub bloß nicht, dass sie im Hauptquartier nichts davon erfahren. Reno, glaubst du wirklich, dass das eine gute Idee war? Ich meine, würde ein professioneller Turk so reagieren? Reno, versteh mich nicht falsch. Ein professioneller opfert sich nicht für seinen Job. Das tut nur einen nah. Rude oder Rue? Rude. Gut, ich schreibe gerne Rude. Rude. Also das nehme ich dir nicht ab. Auf Wiedersehen. Oh, Elena ist schon ein bisschen wild. Entspann dich. Sie ist kein Kind mehr. Lass sie einfach machen. So, jetzt her mit damit. Ich weiß die Materie, stimmt's? Ich habe sie an einem sicheren Ort untergebracht. Folgt mir. Ich hoffe, der hat jetzt keine falschen Tricks wieder auf Lager. Wenn meine Materie ist wieder haben. Weil ich muss sie wieder verteilen wegen der Yuffie. Jetzt? Das höre ich schon, seit ich klein war. Bevor ich geboren wurde, gab es in Butai mehr Leute und der Ort war wichtig. Du hast gesehen, wie es aussieht, nicht wahr? Nur ein Urlaubsort. Nachdem wir den Krieg verloren hatten, kam der Frieden. Aber damit verloren wir etwas anderes. Schau dir Wuta jetzt an. Deshalb, wenn ich viele Materia hätte, könnte ich... Also Yuffie, die Geschichte von Wuta und deine Gefühle sind uns egal. Du hast unsere Materia und wir wollen sie jetzt zurück. Wenn du sie uns jetzt zurückgibst, vergessen wir das Ganze. Ich weiß, das weiß ich. Der schlief. Oh, warte. Der Schalter, der Hebel links. Materia. Da drin. Was? Schalter links? Der hier? Was meint sie? Hä? Nochmal. Der Schalter, der Hebel links. Materia. Da drin. Ich glaube, das irgendwie der nicht. Hahaha, ihr hättet zuhören sollen. Ihr Materia gehört mir. Pech gehabt. Du willst deine Materia? Such sie doch selbst. Ja, das stimmt. Und wenn du nach Materia suchst, denk dran, du musst sie stehlen. Hehehe, stehlen, haha, stehlen. Hab dich. Der Link, jetzt mach ich mal den linken Hebel. Ach, ich hasse es. Wahrscheinlich wäre der linke Hebel auch so gewesen, ne? Oh, Yuffie, du kriegst das sowas von wieder. Ich gebe dir keine Materias wieder. Das kann ich dir versprechen. Okay, sie ist nicht in dem Katzenhaus. Sie ist wahrscheinlich weitergezogen nach Norden. Okay. Nein, nein. Wir speichern. Was passiert eigentlich, wenn ich hier hingehe? Ah, das ist der Tempel. Hier oben. Ah, oh, nicht speichern. Ah, okay. Da. Gibt einen Kampf. Ich gehe schon um meine Materie, das kann ich vergessen, ne?
Ich schon, ich will keine Sorge. Boah. Ich spring ein bisschen die Kämpfe vor hier. Ja, wir level up. Okay. Vielleicht muss ich später hier. Okay, hier muss ich glaube ich mal drei wegmachen. Sind das Bambus-Sprossen? Ich muss gegen Sprossen kämpfen. Oder zumindest sieht das aus wie ein Sprossen. Locker-Card, jawohl. Was haben wir hier? Nur eine Hand. Ja, wahrscheinlich finde ich hier irgendwo eine Materia. Hey, wo bin ich denn? Ah, kurz vom Ziel. BFs. Wieso mach ich hier so viel Crit gerade? What the fuck? Was geht denn ab? Okay, wir sind durchaus verkackt. Ja, dafür kriegst du jetzt eine gerechte Strafe. Oh, tiefer durchaus. What the hell? Also klaut unseren Crit, ne? Die haben's drauf. Naja, tiefer drauf wieder nichts. So, jetzt klaut. What? Er wird dann halt Vincent. X-Trank. Der Trank der X. Was es hier gibt. Irgendwas gibt es hier bestimmt später. Wahrscheinlich muss ich da meine Materias ansammeln oder so. Also gucken, was hier ist. Mittelfinger. Eine Peace Station. Dann gehen wir mal hier rein. Eine Lanze habe ich bekommen. Ah, okay. Boah. Hier ist kein Durchkommen. Die Flamme verwandelt uns sofort in knusprige Hähnchen. Alles klar, dann bin ich hier komplett falsch wohl. Aber ich. Da war eine Materie am Feuer. Habt ihr das gesehen? Das. Ich glaube, hier muss ich später hin. Ah. Übung für mein Spiel ist. Wenn wir Robbe beseitigen. Irgendwas hat ihn tiefer gemacht. Egal. Easy. Alles mitnehmen und weiter geht's. Jetzt kommt hier die Kämpfe wieder. Jetzt kommt Kämpfe ohne Ende wieder. Ja, machen wir doch mal, weil sonst dauert es wirklich zu lange. Bei anderen Final Fantasy würde ich wahrscheinlich sowas nicht machen, aber hier dauert das doch zu lange. Und die sind die Monster-Modelle irgendwie auch nicht gerade interessant, muss ich auch ehrlich sagen. Aber gut, das Spiel ist auch etwas älter und deswegen. Ich bin keiner jetzt, der auf die Grafik geht oder so halt, ne? Okay, schön, da hat die Tür sich geöffnet. Oh, was hier noch so schönes ist. Jetzt Pause. Lass es weitergehen. Okay, kann ich schon eine Pause machen? Hier was Besonderes vielleicht? Hier ist nichts. Oh, eine geheime Tür. Eine Kiste. Haarnadel, Moment mal. Objekt. Haarnadel. Muss eigentlich ganz unten sein, oder? Weil ich glaube, alles, was ich jetzt. Ah, da. Eine Waffe für. Ich glaube, es war Cave Safe, der diese Waffe kam. Sehr gut. Ne? Hat sich doch gelohnt, hier hinzukommen. Was haben wir hier so schönes? Wäre ich auch hier so einen Geheimgang oder irgendwas anderes? Nee.
Gehen wir mal hier. Ich glaube, hier muss ich auch später hin. Zumindest sieht das sehr interessant aus. Dann gehen wir mal wieder zurück. Oh, die Musik gefällt mir auch. Hier. Oh, da ist ein Rotbarsch. Ich habe noch nie sowas gegessen. Hätte man die nicht Rotbarsch, die mit dem komischen. Also die aussehen, als ob sie hätten, als ob sie so einen Schnurrbart hätten. So, nochmal. Lass mich da rein. Lass uns gehen. Ich sagte, lass uns gehen. Hey, wer denkst du? Oh, was machst du? Idiot. Du. Wer? Ho, ho. Der Weihnachtsmann? What the? Oh, oh nein. Der Don. Cornio. Hohi. Ich habe endlich ein neues Mädchen. Zwei, um genau zu sein. Hohi, hohi. Zwei? Hey, oh nein. Oh, auch noch die. Lass mich los, das wirst du noch bereuen. Hohi, hohi. Ist ja widerlich. Gewitterblitz. Ah, Gewitterblitz ist, glaube ich, war das nicht so ein Objekt, was ich werfen konnte? Gott, steh mir bei. Ausgerechnet. Ah, ja. Ausgerechnet Don Cornio, Oh. Da ist er. Es ist Cornio. Lass ihn nicht entkommen. Angriff. Lol. Ihr habt die Falschen. Und jetzt kämpft ihr noch gegen uns, oder was? Seid ihr behindert? Okay, das macht gar keinen Sinn. Die wollten Cornio und jetzt greifen sie mich an. Oh, Cloud ist eingeschlafen. Ja, Cloud schon beim ersten Mal eingeschlafen. Ihr braucht nicht nochmal ihn anzugreifen. Granate. Dann mit Worten Manhattan Project. Na komm. Oh, halt auf, Cloud zum Einschlafen zu bringen. Ah, okay. Wow. Hey, Vorsicht mit Waffen. Oh, jetzt schläft tiefer. Tief und fest. Du kommst ja aus seinem Mund, oder? Wo ist er hin? Ist er jetzt weitergerannt? Ah. Wieso? Wo ist er hin? Nicht raus, oder? Elena. Cornio hat viel Talent, wenn es darum geht zu fliehen. Elena. Lass uns gehen, Ruth. Wude. Jetzt zeigen wir ihnen, was Turks alles können. Hört sich nicht schlecht an. Wenn Elena an der Hand hat, dann wird's schwierig. Und... Ja gut, Cornio hat Yuffie entführt. Und ohne Yuffie haben wir keine Chance, unsere Materia zurückzukommen. Steht mich nicht falsch. Ich habe nicht vor, mich einzumischen. Lassen wir uns doch einfach gegenseitig in Ruhe, okay? Einverstanden. Wir haben auch nicht die Absicht, mit den Turks zu kooperieren. Also, in welche Richtung ist Cornio abgehauen? Das ist ja eine tolle Einstellung. Hier ist ein Tipp. Es ist der Ort, der am meisten auffällt. Der Ort, der am meisten auffällt. Meint ihr vielleicht diese Dinger da oben? Also, jetzt mal wieder speichern, ne? Und da die letzte Folge lange geht, werde ich jetzt die Folge mal kurz halten und sagen, dass in der nächsten Folge es weitergeht und in der nächsten Folge verfolge ich mal Cornio, der Mongo. Also bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.